Ich schaue mich an wie den Außerirdischen. Servus und hallo, heute möchte ich euch mal auf meine Mittagspausenrunde mitnehmen. Ist jetzt nichts Spektakuläres, aber was halt mir jetzt gerade besonders auffällt, sind die warmen Temperaturen. Also ich bin heute auch wirklich schon zu warm angezogen, es hat 12 Grad. Ich habe hier noch ein Trikot drunter, das hätte ich mir sparen sollen. Und genau, und das wollte ich jetzt einfach mal zum Thema machen und euch zeigen, wie das bei uns jetzt gerade so ist. Also wir haben heute den 5. Januar und es ist unglaublich, man bräuchte eigentlich gar keine Handschuhe. Ich habe jetzt welche an, die werde ich jetzt dann gleich mal ausziehen. Aber ihr seht es wahrscheinlich schon bei mir im Gesicht, mir ist echt warm. Und das ist also dann doch schon außergewöhnlich. Ich meine, für uns Radfahrer ist es natürlich in dem Sinne positiv, aber so positiv ist es eigentlich überhaupt nicht für die Natur. Denn im Winter sollte sich die Natur eigentlich erholen. Und man sieht also teilweise schon, dass das Gras also wächst und auch wirklich eine sehr grüne Farbe hat. Das sollte eigentlich um die Jahreszeit nicht sein. Ich habe gehört, im Südwesten von Deutschland kann man schon fast den Rasen mähen. Ich bin ja hier in Regensburg ansässig, das ist also im Osten von Deutschland, Südosten. Und ich wollte euch eigentlich heute nur mal meine kleine Runde zeigen und wie das jetzt ausschaut um diese Jahreszeit. Ich kann auch ein paar Bilder noch einblenden, wie das genau vor einem Jahr ausgesehen hat, hier genau auf dieser Strecke. Und da hatten wir also schon Schnee und es war auch sehr kalt. Aber ja, der Januar soll jetzt wieder einer der wärmsten werden. Ja, und ich bleibe hier und da vielleicht mal stehen. Wenn mir was Besonderes auffällt, dann zeige ich euch das. Also hier kann man es jetzt zum Beispiel gut sehen, wie hier unten die Keime schon sprießen. Also das sollte eigentlich um diese Jahreszeit nicht sein. Hier sieht man es zum Beispiel auch gut, die Wege sind alle befahrbar. Das geht eben normalerweise um die Jahreszeit nicht. Hier ist entweder der blanke Morast, Schneematsch oder halt dann wirklich tiefer vereister Schnee, wo man dann eigentlich gar nicht mehr fahren kann, aber es ist alles frei. Auch nach vorne, ich bin jetzt hier in Bernhardswald, das liegt sogar noch ein bisschen in höheren Lagen, also für unsere Verhältnisse hier in Regensburg, liegt so durchschnittlich auf 400 Meter Höhenmeter. Ja, also es ist auf jeden Fall alles fahrbar. Wie gesagt, gut für uns Gravelbiker, aber schlecht für die Natur. Und jetzt fahre ich dann ein Stück hoch und dann geht es schon wieder Richtung Regensburg bzw. Haselbach. Die schauen mich an wie den Außerirdischen. Ja, ich fahre lieber mal weiter. Ich bin jetzt gleich oben am Berg, bevor es dann auf ein Stück Straße geht und ich dann wieder Richtung Büro fahre. Wollte ich nur sagen, ich denke mal, wenn das so bleibt und die Wettervorhersage sagt ja, also dass es den ganzen Januar auf jeden Fall noch mild bleiben soll, dann können wir uns in diesem Jahr die Indoor-Cycling-Sachen oder Fitnessstudio sparen.
Mich würde einfach mal interessieren, wie es bei euch im Moment so ausschaut. Schreibt es unten in die Kommentare oder postet ein paar Bilder in der Community. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Bis dann. Ciao.